Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Enderal. Gut. Aha. Gut. Das Tor, also hier das? Das anscheinend. Gut. Haben wir? So, was haben wir hier jetzt? Die Werkstatt. Dann mal da rein. Wir sollen ja immer noch diese eine Maschine finden. Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. Wow. Mit dieser roten Beleuchtung. Ja, vielleicht ist es Edelstahl, rostfreier, WMF, krummer Garn. Das hat schon was. Es könnte auch Titan sein, oder? Nickel. Los. Ich dachte, das wäre ein Item. Also ist ein Item, aber ihr wisst schon. So eine komische Stimmung, ne? Dieser Sound, der macht so eine komische Stimmung hier raus. Was haben wir hier? Pergament. Ambrosia Flammenbiss. Das Ambrosia kann ich direkt mal trinken. Wow. Also, diese Visionen sind halt, was das angeht, halt echt. Ich finde sie immer wieder, ja, ein bisschen krass. Ein Kristall? Lichteffekte sind halt auch immer krass, ne? Jede Staubpartikel hier drin reflektiert so sehr dann, als wäre es selbst ein phosphoreszierendes Material. Oh. Was haben wir hier? Ein Dynamo. Ich glaube, ich verstehe. Diese Pergamente, dies könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein, meinst du nicht? Den Dynamo zeigen. Das hier sieht nützlich aus, was auch immer es ist. Den Kristall zeigen. Das hier sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Ich glaube, den Rest muss der Ohren dann selbst bergen. Puh. Das ist die Deus Ex Machina, würde ich da mal behaupten. Wie sollen wir die das hier rauskriegen, ist die Frage. Ho. Allerdings ist auch die Frage, wie haben die Erbauer das damals hier reinbekommen? Das heißt, es muss einen Weg nach draußen geben. Irgendwie. Nishari!
Arantial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür auch immer sie gut sein soll, sie ist allerdings zerfallen. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyräisch lesen, richtig? Gehen wir. Ach ja. Schön, schön, schön. Wieso nennt sie mich immer Sahira? Okay. Ach, romantisch, sie geht links, ich gehe rechts. Hier sind ja alle wieder mal ansässig. Danke, Deus Ex Machina. Ich bin auf Level 34 aufgestiegen. Nehme wieder plus 9 Lebensenergie und dann als nächstes wieder die Ausdauer. Splitter der Vergangenheit. Hi, hi, hi. Zwischenspiel. Da haben wir doch schon alles gemacht, oder? Was zum Henker ist eigentlich euer fucking verdammtes Problem mit mir? Ich weiß es nicht, aber... Was soll das werden? Ein Verhör? Weil du eine alte... Gender-Nazi-Fotze bist, die einfach irgendwie denkt, oh, das ist ein anderer, du bist ja jetzt mit Dissen. Ja, muss ich mir nicht bieten lassen.
Na dann viel Spaß. Ihr sprecht nach wie vor, als hattet ihr den Zugriff zu irgendeiner Wahnvorstellung. Seht ihr denn nicht die Zeichen, ihr roten Wahnsinn? Ich glaube, ihr seid dem schon verfallen, du kleines, beschissenes Stück. Du bist der letzte Schrott, den diese Stadt gesehen hat. Du solltest in die Unterstadt, denn da kommst du her, Gossennatara. Also ich weiß, wen ich nicht retten werde. Ich weiß auch, wen ich versuchen werde, jetzt gerade zu töten. Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Kind, du bist auch selbst so eine kleine dreckige Gossenschlampe. So, Kalia. Miss Wanda. Was hat es mit dieser Nähe auf sich, die auf mit der ihr ständig spricht? Könnt ihr mir etwas über die magischen Schulen erzählen? Erzählt mir etwas über die Sinistra. Was genau zeichnet einen Taumaturgen aus? Was gibt es über Elementarismus zu wissen? Gut.
Ihr stammt aus Kyra, nicht richtig? Wie seid ihr Teil von Narazur Arantheas Magia-Orden geworden? Ja. Erzählt mir etwas über euer Land. Wer genau ist die goldene Königin? Oh Mann, jetzt muss ich immer das hier neu machen? Es heißt immer, auf Kyra herrschen die Philosophen, nicht die Götter. Was ist damit gemeint? Und nochmal alles durch. So, stimmt es, dass kyranische Kinder mehrere Väter und Mutter haben? Dann sind die verschiedenen Elternteile einander Gefährten. Ein Mann hat zwei Frauen. Und wie werden die Kinder großgezogen? Inwiefern unterscheidet sie sich? Ein interessanter Gedanke. Ja, tschüss. Ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und mach's gut.